So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir haben eine neue Waffen freigeschaltet. Nein, auffüllen tun wir erstmal nicht. Erstmal anpassen. So einen Körperschutz haben wir. Heilspritzen, kaufen uns ein paar. Dann Seitenwaffen, können wir uns neue holen. Nö. Gut, die könnten wir. Die hat halt einen immensen Schaden. Oder die ist gut. Die M79. Gucken wir mal nach normalen Waffen. Wir haben hier eine freigeschaltet, ein Scharfschützengewehr. Ist das besser als das? Nein, aber ich möchte gerne... Naja, doch, das legen wir mal hier drauf. Dann haben wir unsere normale Waffe, die legen wir mal da drauf. Und das andere, dann haben wir wieder unsere normalen Waffen, Seitenwaffen. Ich hole mir die jetzt mal. What the fuck ist das? Geht hier richtig ab. Reichweite, Schaden hoch und Genauigkeit geht auch. Nicht überlegen, kaufen. Und die rüsten wir uns natürlich auch gleich aus. Nämlich da. So, einzigartiges. Der Sensenmann haben wir da. Da haben wir auch noch was Schönes. Da haben wir ein fettes Snipergewehr. Das will ich unbedingt haben. Noch 16 Außenposten. Das will ich haben. So, jetzt können wir auch Munition wieder auffüllen. Und dann läuft das. Es geht dann jetzt weiter mit der nächsten Mission aus. Hier in Sanatha. Wo ist das N? Da oben ist das N. Da müssen wir auch hin. Halt! Nee, doch. Zack! Alter, hier reden so viel durcheinander. Weg damit! Und da hoch und da hoch. Was ist denn jetzt eigentlich hier? Eins? Okay. Zwei ist das. Drei ist das. Ich müsste das nochmal ändern. Ich ändere das nochmal, weil ich bin es immer so gewöhnt. Eins ist die Handfeuerwaffe. 2 mein MG. 3 ist, ich sag mal, ein MG mit besserem Visier. Und die 4 ist meistens bei mir Scharfschütze. Deshalb tue ich das nochmal kurz ändern. Genau, Seitenwaffen. Muss ich mal kurz eine andere jetzt. Die kommt nämlich. Wo ist jetzt die 1? Was ist jetzt die 1? Wenn ich jetzt auf die 1 drücke, was kam dann raus? Die hier, gell? Oder kam das Scharfschützengewehr raus? Ich glaube, es war das Scharfschützengewehr. So, nochmal kurz umrüsten. So. Dann kam er hier. Rüste ich jetzt mal ihn für aus. Ja, genau. So, er kommt dahin. Ach, nur Seitenwaffen. Ach, das ist ja doof. Gut, also wenn die 2 dann Seitenwaffen ist, das ist echt scheiße. Aber gut. 2 sind dann die Seitenwaffen. Dann ist die 1 mein MG. Auf die 3 kommt meins mit dem besseren Visier. Das ist auf der 4. Und das Scharfschützengewehr. Kommt dahin. Und dann kommt er hier hin. So. Müsste klappen. Aber das ist ja blöd, dass man die Waffe nicht dahin machen kann, wo man will. Sondern mal gucken. Die 1. Ist das irgendein Grund das Scharfschützgewehr jetzt? 2 ist die Handfeuerwaffe. 3. Und die 4 ist das normale. Weil man muss nämlich wissen, wenn man welchen Knopf drückt, dass man auch weiß, welche Waffe man gerade zieht. Wenn ich jetzt sage, ich will die Handfeuerwaffe, drücke die 4 und ich habe da auf einmal mein MG, das ist dann nicht so geil, ne? So, gehen wir wieder in die Arena. Oder beziehungsweise wir reden jetzt erstmal mit unserer... mit Noah. Ich verfütter ihn! Fuck! No!
jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Hall veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Okay. Stadt der Schmerzen. Ich weiß nicht, ob du das Zeug für die Arena hast. Hilf doch lieber den anderen Kämpfern bei der Vorbereitung. So, in 3000 Metern. Haben wir einen Gyrokopter? Na, so ein Zufall, da steht ja ein Gyrokopter. Heißt das doll. So, gib Gummi. Gib Gummi. Komm. Nicht Baum. Ah. So, los geht's. Ach, schön. Ja, ja. Wie viel... Was soll das denn? Was macht er denn hier? Irgendwie sieht das gerade so aus, als ob das Programm nicht die eine Aufnahme von eben gespeichert hat. Oh oh. Nee, das müsste die. Das müsste die sein, der hat die nur noch nicht fertig. Scheiße. Hoffentlich hat er die gespeichert, sonst ist echt. Sonst breche ich die Aufnahme ab, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Und fange nochmal neu an. So, gleich haben wir es. 1500 Meter noch. Ob ich gerne nicht so einen Gyrokopter auch zu Hause hätte. Das wäre so geil. Aber wie es, so wie es aussieht, ist der nicht wirklich schneller, ne? Also ich glaube, mit Auto querfällt ein, wäre man genauso schnell. Aber man kann den Gyrokopter ja selber zusammenbauen eigentlich. Der Angriff lohnt sich nicht. So, da unten ist das Ziel. Wir sinken mal. Feindesgebiet. Das dauert irgendwie doch echt lang. Schön sieht das aus. Ich mag das hier. Aber es sieht irgendwie jetzt so alpenmäßig, so europäisch wieder aus. Hast du meine Familie schon? Noch nicht nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Hall ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Vielleicht können wir ein bisschen mit dem Scharfschütze arbeiten, hm?
Mit der Handfeuerwaffe. Ne, glaube eher nicht. So, also nochmal gucken. Die 4 ist das normale, die 3 ist das mit dem besseren Visier, 2 ist die Handfeuerwaffe und die 1 ist das Scharfschütze. Okay. So, wir haben da jemand, da haben wir jemand. Da ist ein Tier. Ein Hund. Scheiße. Und ich muss irgendwo da rein. Okay. Dreh dich um. Danke. Ich muss den Hund im Auge behalten. Ihr sollt mal wieder jagen. Ich will Fleisch. Soll ich ihn erschießen oder was? Eigentlich eher nicht so, ne? Okay, ich muss da irgendwie rein. Probieren wir es mal von der anderen Seite. Dass wir uns von hinten reinschleichen. Wiederum, warum ist speziell eher markiert? Traue mich jetzt nicht, ihn so unbedingt zu erschießen. Ich würde es auch gern machen, aber... Ich soll ja da hinten rein. So, wenn ich hier hinten über die Straße gehe, dürften die mich eigentlich nicht sehen, oder? Nö. Weil wenn ich von hier hinten reinkomme, habe ich definitiv bessere Chancen, glaube ich. Und aus irgendeinem Zufall ist hier auch ein Loch. Wir haben Befehl, bei Sichtkontakt zu schießen. Der Kommandant will keinen Außenposten mehr verlieren. Wir bräuchten nicht so viele Wachen, wenn wir die Käfige woanders aufbewahren würden. Mit ein bisschen Mut tut der Hunger gar nicht mehr so weh. Was zum... Sabal, jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn lebend, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Kyrat antat. Es verschwinden eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also wenn du irgendjemand lebend findest, hilf ihnen zu fliehen. Aber tu es leise.
Gut, wir müssen schleichen, wie es aussieht. Befreie die Sklaven. 1, 2, 3 und 4. Leichter gesagt als getan. So, wir gehen mal hier zuerst hoch. Tiefe Nacht haben wir. Ich hätte mir einen... Ups. Ich weiß nicht, ob die zwei jetzt hier durch die Frau abgelenkt sind oder ob ich da einfach rüber marschieren kann. Soll ich da einfach... Ich kann dann nicht da einfach rüberlaufen jetzt. Ach Mann. Okay. Habe ich den Kettentag da noch nicht freigeschaltet, hä? Gut. Man hört jedenfalls, der Blur feiert echt eine Party. Echt eine Frage. Wie komme ich am besten dahin? Wenn ich über die Dächer kommen könnte, wäre auch gut. So Assassin's Creed Style. Okay, die zwei haben die Frau gehen lassen. Der Kollege hat sich übergeben. Fuck. Okay, da hoch kommt er nicht.
Leiche verstecken, Leiche verstecken. Macht 6,70 Euro. Gut, eine haben wir schon. Kann ich da nicht hoch, oh Mann. Okay, hat nicht geklappt. Mann, das ist so offensichtlich, wie ich hier rumrenne eigentlich. Scheiße! Ah, Mann! Scheiße! Ach, komm, ey! Hätten die mich jetzt so schnell gesehen? Die sind echt überall. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier rumzuschleichen, während die einen suchen. Ach Mann! Der Sieg gehört uns! Das gibt's doch nicht! Scheiß Mission, ey! Vor allem, man darf nicht laut sein! Aber gar nicht! Okay, gut, probieren wir es weiterhin in der nächsten Folge nochmal. Da mache ich euch Teil 2 draus, ey, das gibt's doch gar nicht. Gut, bis gleich, morgen.
Also echt, dass diese Mission so schwer ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das ist ja... Mobbing ist das ja fast, so ein Mist. Man darf echt keinen laut machen. Und die stehen irgendwie an jeder Ecke. Erst siehst du gar keinen, dann rennst du durch. Aber wenn einer dich bemerkt, sind gleich alle in dem Lager informiert. Gleich alle. Obwohl es nur einer für eine Sekunde bemerkt hat. Ha ha ha.